Lieber Gregor, meine Frage bitte, du als Pionier, der aus tiefem Herzen zu Dingen ja sagt, was wäre jetzt die Botschaft für uns, dass man aus dieser Enge, aus der Angst, aus den Getriebenen, wo man sagt, es geht nicht mehr weiter, so schnell kann ich mir laufen. Wie kommt man jetzt wirklich eine Umkehr, die nicht im Chaos endet, sondern eine Umkehr, wo man sagt, hey, das ist Lebenslust, das ist Freude, das ist Symbiose, das ist ein Miteinander. Hast du da ein Rezept, hast du da eine Idee oder eine Botschaft für uns? Es geht um den Zeitgeist. Ich habe das Gefühl, immer wenn wir im alten Zeitgeist sind, dann ist er mit Angst verbunden. Und der neue Zeitgeist ist Lebensfreude, Tanz, das wächst. Schauen wir einfach, entfernen wir uns immer wieder von den Menschen, die immer noch Angst sehen. Das zieht uns alle. Wir brauchen einen neuen Zeitgeist. Der Zeitgeist ist schon da, es hängt an uns. Beschäftigen wir uns mit unserem Innersten und gehen wir zur Richtung Freude und dann wächst es. Und dieser neue Zeitgeist ist schon voll präsent. Du hast es halt in der Einleitung so schön gesagt. Wir lernen den neuen Zeitgeist atmen, diese neue Erde, aber auch in diese Stille gehen. Es hilft nichts. Die Stille ist anstrengend manchmal, weil es ist immer das Tun. Da werden wir das erkennen. Der wächst. Schön. Danke.